Ich hatte letztes Jahr einen Durchschnitt von 1,2 und meine schlechteste Note auf dem Zeugnis war eine 2+. Und ich versuche euch jetzt ein paar Tipps zu geben, wie ihr das auch schaffen könnt. Ich sage das übrigens nicht, um irgendwie anzugeben oder so, sondern einfach nur, um glaubwürdiger zu klingen, weil ich selbst keinen Plan habe, wovon ich rede, aber pscht. Am Anfang des Schuljahres würde ich euch immer empfehlen, vorne in der Klasse zu sitzen. Nur ich weiß, viele haben Angst und haben keinen Bock darauf, weil da die ganze Zeit der Lehrer schaut und so. Aber gerade das ist so gut, weil dann werdet ihr mehr oder weniger dazu gezwungen, mitzuarbeiten und dann seid ihr motivierter. Abgesehen davon sieht euch der Lehrer viel besser. Und sind wir mal ganz ehrlich, hat nicht jeder von uns schon mal eine schlechtere mündliche Note bekommen? Einfach nur, weil der Lehrer einen nicht gesehen hat, wenn man sich meldet. Und sowas regt mich immer so auf, deswegen setzt euch nach vorne, dann kann der Lehrer euch gar nicht übersehen. Und er sieht euch auch viel mehr und ihr seid präsenter für ihn. Und dadurch geben sie meistens auch eine bessere Note. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Vorne lässt man sich vor allem auch weniger ablenken und man bekommt den Unterricht einfach viel besser mit. Also versucht's echt mal. Ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, aber ich würde es euch wirklich ans Herz legen.